Das ist eine große Ausstellung, die wir hier im Kunstmuseum St. Gallen zeigen dürfen. Es sind 9 Räume, die bespielt werden mit Einzelobjekten, mit ganzen Installationen. Insgesamt sind es 17 Objekte oder große Konvolute, die wir hier zu sehen bekommen. Es sind aber alles Arbeiten, die zwischen 2010 und 2014 entstanden sind. Also ein Blick ins aktuelle Schaffen des Künstlers. Also es ist natürlich ein ganz spannender Prozess, weil Roman Signer dieses Museum wie seine Westentasche kennt. Er hat ja, als das Museum geschlossen war, Anfang der 80er Jahre diese Räume als Atelier benutzt. Und es ist spannend zu sehen, wie er jetzt mit fast 30-jähriger Erfahrung diese Räume nochmal bespielt und wie er aus der ganzen Fülle eines genial entwickelten Werkes schöpfen kann und neue Wege findet und spannende Diskurse ganz fein und linear und auch vernetzt gestrickt in dieser Ausstellung zeigt. Ich mag diese Räume sehr, das ist ja das zweite Mal, dass ich hier eine Einzelausstellung machen darf. Und ich kenne diese Räume ziemlich gut. Ich konnte das Museum jederzeit besuchen, wenn mir etwas unklar war vom Raum her. Und habe das konzipiert, eigentlich ganz genau. Ich wusste, wo was hinkommt. Aber es gibt natürlich immer Überraschungen, wo man die Pläne ändern muss. Ja. Körperlich musste ich eigentlich nicht viel machen. Ich musste sagen, wo was gemacht wird. Wie ein Dirigent, oder? Das ist schön, wenn man nicht alles selbst herumtragen muss. Ja.